Weißt du, was das ist? Ja. Unnötig gefährlich. Wie ist er denn? Boah, ich bin leicht umgeknickt. Hallo. Hallo. Ja, moin. Was geht, Leute? Wir sind hier wieder am Skatepark unterwegs. Wir haben heute mal einen richtig geilen Vlog. Der Jan hat schon seine erste Aktion geplant. Der macht hier gleich ein Double Pack das Uprail hoch. Und der Yannick, der Typ da, der muss sich gleich erstmal einen Helm leihen. Ja, das muss so. Safety first. Der ist so vergesslich wie eine 80-jährige Oma, aber das war schon immer so. Und ich würde sagen, Jan gibt jetzt mal richtig Gas hier. Gib mal Stopp hier, zeig mal was. Jo! Da fehlt aber was. Was hast du vor? Du Crankflip. Oha. Oh, Alter. Der ist nice, Mann. Oh. Gleich. Mal warm werden. Gleich. Ne? Das sagen sie alle, ne? Mein ganzes Leben besteht aus dem Gleich. Ich bin ja Amateur. Ja, krass. Elite-Amateur, oder? Ja, mit Lizenz. Lizenz vom Dönerladen, Alter. Hier, da hinten, Mann. 50 Cent billiger. Toros. Besten Lizenz in dem Business. Oder? Yo! Wie nice! Gesehen in Slow-Mo. Schickes Ding, oder was? Normal. Normal. Richtig kränk. Was war's denn auch von mir? Das war mal richtig nice, wie er den Crankflip da rausgebounced hat, ey. Das ist auf jeden Fall. Der kann das. Voll langsam, Alter. Du bist durchgedreht. Gekonnt. Du bist durchgedreht wie so ein Geisteskranker, Alter. So, jetzt will ich den Terror von dir über die Box sehen. Über die Box? In diese Pfütze rein. Ja. Siehst du dich da? Über die Box noch nicht. Jetzt? Aber ich kann mal ein bisschen schneller fahren als sonst. Ja, siehst du, da musst du halt schneller fahren. Ja. Siehst du? Genau das ist dein Problem. Jan fährt einfach viel zu langsam. Wenn man so langsam fährt, ist der Trick auch schwer. Fährt man da schneller, dann ist er einfacher. Geschwindigkeit ersetzt Kontrolle. So ist das, Jan. Deswegen musst du jetzt mit 1,21 Giga-km/h anfahren und den einfach direkt rüber machen. Siehst du dich da? Nee. Doch, ich möchte, dass du die totale Endgeschwindigkeit aufnimmst und mal richtig hier Sonder gibst. Nee. Da habe ich Angst vor. Stell dich deine Angst. Ja, erst wenn ich groß bin, mache ich das. Stell dich deine Angst. Komm, schneller. Nee. Doch. Das erst recht, ich bin auch noch frei. Schneller. Schneller! Wärst du schneller gefahren, wäre das nicht passiert. Bock mehr drauf. Selber schuld. Scheiß Terrys. Ja, Schnodder. Jetzt sei mal nicht so. Geht doch. So, schon mal drauf hier. Jetzt kann der noch rüber machen, oder was? Auf jeden. Ja. Ich seh ihn auch. Ich seh dich auch. Den komplett rüber machen. Ja, wir machen jetzt ab und zu zwischendurch einfach mal ein bisschen schneller. Aber jetzt nicht 5 Minuten lang hier. Mach mal schneller. Hey, mach mal schneller, Tilgub, ey. Dreh mal das Ding lan. Also für mich als fauler Mensch wäre es viel sinnvoll, den Eimer schnell zu machen, anstatt mich jedes Mal zu steigern, weil ich einfach faul bin. Ich sehe dich bei der Endgeschwindigkeit. Ja, Endgeschwindigkeit. NASA draußen. Ja. ich probiere mal einen Tail über die Hip. Warum? Weil ich nicht über die Box komme. In der Popel war sein. Okay, Leute, erstmal über die Hip und über die Box. Da müssen wir Jan noch so ein bisschen. Schreibt mal alle in die Kommentare, dass Jan unbedingt den Tailhoop darüber machen muss. So bei was weiß ich wie viele Kommentaren, da zwingen wir ihn einfach dazu. Da ketten wir ihn hier am Skatepark an und wenn er den Tailhoop nicht rüber macht, dann bleibt er halt hier so lange, ne? So ist das hier. Verstehe nicht, wo das Problem ist. Du hast einen Riss in deinem Rahmen. Du hast einen Riss in deinem Rahmen. Ja, mit einem Fuß.
wie knapp, Mann. Was ist da los? Das ist der letzte Millimeter. Ah, der letzte Millimeter hier. Jetzt wird erstmal hier Energie getankt. Die gute Saskia wird hier angezapft, ey. Da ist Wodka drin. Das Saskia-Wasser ist das Beste, ne? Habe ich direkt allein aus der Quelle geholt. Mit dem Eimer. Ah, Saskia, geil. Da stehen in der Packungsbeilage nur gute Sachen drin. Alles klar. Oh, ey. Alles fit im Schritt? Wo ich Schonarm hab. Oh Gott. Schritt? Ja, ist ja eh nix. Du hast beide mal in den Sack geklemmt. Das hat die angesagt und nicht ich, ey. Wollt ihr den jetzt wirklich sehen, ne? Ja. Er soll die jetzt mal machen. Ich auch. Der geht ja. Da musst du einmal richtig einstecken und beim nächsten Mal hat auch direkt geklappt, ey. So muss es ja sein. Ja, so geht das. Nice. Dann kann ich dir auch wieder, wa? Ja, jedenfalls einmal. Jetzt Flip-Wip. Jetzt klaus erst von der Ledge. Ich kack da jetzt rein. Zum Strand geht's da lang. Da lang, Baby. So, was hast du vor hier mit so, ich werde hier. Ja, das ist schon mal die erste Kombo hier. Die Helm auf der Mütze, Mann. Mhm. Schöne Grüße an Paddy Groß und Dave Freimuth. Alter. Genau. Truckdriver über die Hip und mein ID ins Flat. Dann vielleicht ein Fakey Full Cap oder Fakey 540 Cap. Boah, ja. Machen wir mal. Bin gespannt, ey. Da sind schon die ersten Dave Freimuth Fans im Hintergrund, ey. Yo! Yo! Komplett am Durchdrehen wieder, Alter. Tja, das war's schon. Da ist er direkt wieder am Durchdrehen, der Helmi, Alter. Sobald er einen Helm aufhabt, da ist er nicht mehr zu stoppen. Da geht er massiv ab, ey. Nice, Alter. Ja, danke dir, Bounce. Bounce. Jetzt erstmal hier einen fetten Bounce, Mann. Bounce, bounce, bounce. Was machst du noch hier? Ich hab einen Move. Ich mache ein Manual, da vorne ein Manual Pad. Mache ich so ein Oppo Double Pack, Trail Ride und 180 Bar Out. Das klingt für mich alles wie so ein neues Rap-Album, die ganzen Street Tricks. Ich weiß gar nicht, wovon er hier redet. Weißt du, wovon er redet? Na klar. Na klar. Kian lügt. Siehst du, du lachst. Alter. Direkt wieder auf 1, ey. Ich sag's, er ist nicht zu stoppen. Und da gibt er auch schon wieder Gas. Tritt er wieder in die Kette, ey. Was hast du eigentlich vor? Manual? Double Pack Railroad 180 Bar. Macht er. Jetzt. Oha. Macht er jetzt. Das ist eine Ansage. Alter, da war 180. Peinlich in die Schüssel. Da könnte ich mal richtig so einen abseilen. Wow. Nice, Mann! Haha! Der Hammer, Alter! Geil, geil, geil! Boah, wie lange er da dran gesessen hat, aber letztendlich hat es sich mega gelohnt, ey! So eine geile Line! Geisteskrank! Richtig geiles Ding, Alter! Nice, danke! Richtig nice, ey!
Und ich würde sagen, jetzt macht der Kia mal irgendwas Geiles, weil der hat noch gar nichts gemacht. Und ich muss auf jeden Fall auch noch was Krasses machen. Und das lasse ich mir auch heute nicht nehmen. Aber erstmal ist Kian hier dran. Ich stehe hier gerade irgendwie ein bisschen falsch. Ich will ganz woanders was machen. Du stehst immer falsch. Ja, fahren wir da mal hin, ey. Super. Ich werde jetzt hier ein Fakey das ganze Manual Pad durchmachen. Dann mache ich eine elegante Drehung und mache hier noch irgendwas Schönes. Sand it. Yeah. Macht er, oder? Mir geht dieser Klodeckel einfach nicht auf den Kopf. Möchtest du den haben? Ja, frag ihn gleich. Yo, der läuft schon mal. Yeah. Nice, das Gerät, Alter. Es war zwar ein bisschen was anderes, aber... Ja, der Bart hat gefehlt, aber das war auch ziemlich nice. Hat doch trotzdem funktioniert. First Try Johnny am Start, Mann. Klar. So, ich habe noch von Jan gehört, der wollte gerade noch was dazwischen schieben. Ja, ich schieb dazwischen an der Letzte. Ein Toothpick Stall. Ja, ich weiß nicht, dann... Tim, bist du spontan danach, ey. Ja. Das snackt sich hier einfach mal vor Kian dazwischen. Klar. Und... Ja, schauen wir uns mal den Toothpick an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er hier macht. Da hinten, der Klodeckel fährt weg. Aber Jan, ich bin noch gar nicht bereit. Oh, das war der Toothpick. War eins? Der Toothpick und der Klodeckel, ey. Ja, der hat mich schon wieder irritiert, der Klodeckel. Das gibt's nicht, ne? Mann. Gleich. Backflip! Wir lassen es ja erstmal dabei. Wie? Was mit dem 180? Ja, sofort. Der Klodeckel. Leute, da hinten, ich hoffe, ihr könnt sehen, da hinten ist der Klodeckel immer noch, ey. Der geht nicht aus Jans Kopf raus, ne? Der wollte mir gerade ein Fahrrad verkaufen. Den Klodeckel hätte ich genommen, aber. Ja, habe ich ihm auch gesagt, aber nein, Bruder, ich bin Frau. Kind wird geboren. Mehr Bums, Alter. Ja, normal. Jetzt aber, ne? Oh. Die Kraft verlassen. Ein Fakey Switch Hochstarter, Alter. Yo! Nice, Mann. Siehst du, Lehnung ist alles. Lean back. Lean back. Geil, ey. Lean back. Nicht. Mann, hier der ganze Trupp, Alter. Die ganze BMX-Bande ist hier am Start, ey. Dürfte ich mir noch mal den Helm ausleihen, Dude? Ja. Ich hab da nämlich noch was vor. Mach das mal. Ja, erstmal haut Kian jetzt noch einen raus, ey. Wo siehst du dich? Ich seh mich am Curb. Am Curb? An dem Riesengerät. Jo. Los, ey. Ich mach ein Fiebel, Manual, in der Bank, dann ein Barspin, Fakey. Das klingt nach einer Mission, ey. Let's go. Dann hau mal raus. Ah. Oh. Was ist eigentlich mit dem Klodeckel? Den hätte ich kaufen müssen. Das lässt Jan hier nicht in Ruhe, ey. War der neu? Wird da wohl gewaschen. Oh Mann, ey. Oder frisch abgewischt. Wer sind wir? Die eiskalten Kloräuber. Ja, Klodeckel, Brüder. Klodeckel, da hüpfen die raus. Das sind die Klodeckel. Oh Mann, Teamgeist. Wenn du hier aufs Maul fällst, ist ja. Du ausgelacht. Den lassen wir auf jeden Fall so. Hässlicher geht's echt nicht. Den lassen wir auf jeden Fall gelten. Der hatte, das war die beste Lehnung, das war die Endlehnung. Ey. Das war richtig nice. Sogar Yannick hier, der improved das, Mann. Die Lehnung war schon ziemlich nice. Mhm.
Ich komme jetzt oben runter, der Jan. Was machst du jetzt? Ich würde jetzt hier vorne. Ich komme ja gar nicht mehr zum Fahren hier. Die, mach du mal was. Ich darf gar nicht hier, die drängen sich immer alles zwischen. Ja, gleich. Seht ihr, wie gemein die zu mir sind? Ich mache hier vorne einen Smith, machen wir einen 80 und einen Feeble out. Oh ja, geil. Alles klar? Natürlich. Mache jeden Morgen. Alter, Frühsport. Wie der schon wieder für uns einsteckt, ey. Der steckt immer ein. Ein. Boah, das war echt hart, ey. Aber er will direkt nochmal. Jetzt habe ich Angst. Ja, das kann ich wirklich verstehen bei dir, ey. Halt mal mein Handy. Ja, gracias. Ja, so. Hallo, Klo Deckelmann. Ich gebe dir 50. Psst. 40. Und deine Frau, ne? Will kein Klodeckel und seine Frau. Nein. Schön rausgemogelt, ey. Ah, schade, ey. Passt. Der Helmerich, der gibt hier alles, ey. Die totale Motivation hat der Junge. Hat sich der Schauspielkurs auf jeden Fall bezahlt gemacht. Oh ja. Der war ja fast ein Icepick Grind, Alter. Wie cool, ey. Danke. Richtig geil, ey. Und jetzt würde ich mal sagen, filmen wir von mir was, weil ich durfte ja noch gar nicht. Und ja, ich setze mir jetzt mal einen Helm auf und dann gebe ich ein bisschen Gas. So, ich darf jetzt auch mal Rad fahren. Das erste Mal heute. Meine Freunde sind einfach zu gnädig mit mir. Und zwar, direkt erster Trick, hauen wir was Geiles raus. Ich mache einen Barspin to Tailtap an der Quarter, fahre den Manual runter, mache hier einen 180 im Flat und irgendwas in der Bank. Das wird spontan, das weiß niemand, das weiß ich auch nicht. Aber improvisieren wir. Das war aber improvisiert. Was war hier mit First Try Johnny, Alter? Ja. First Try Johnny, das wird jetzt hier zu Second Try Johnny. Zweiter Versuch wird's, ey, hab ich gehört. Verdammt. Und dann auch, den noch langsamer. Und dann auch noch der kaputte Fuß, ne? Okay. Nimm ihn ab! Nimm ihn ab! Nochmal einen schönen, oder? Ja, tut dir nicht weh! Weißt du, wenn jemand zu dir sagt, tut dir nicht weh, woran denkst du? Ah, mir wehtun! Oh ja, cool! Mach ich! Verdammt! Nicht das, das ist das Schlimmste, was ihr zu jemandem sagen könnt. Tut dir nicht weh! Ja. Leo, tut dir nicht weh. Vorsicht. Ja, Leute, Kante. Was? Kante, Vorsicht. Lebst du noch? Nö. Wenn ich entspannen will, dann lege ich die Beine mal über Kreuz, ne? Du bist so alt. Das wird sowas von reingeschnitten.
Was war denn jetzt? Ich hab eine Ente gehört. Ja, drüber gefahren bestimmt. Ja. Wer ist er denn? Boah, ich bin leicht umgeknickt. Ja. Nee, jetzt ohne Scheiß. Boah, das war heute. Kann man das deinem Arzt auch mal zeigen, was du machst für die Scheiße? Ich bin genau in die Dings gesprungen, dann so viel Belastung auf den Füßen ist. Oh. Durchziehen, ne? Hartes Leben. Ich mach den. Och, das ist so. Warum immer ich, ey? Ich hab mir nicht so einen Dunst ausgesucht. Der wäre auch ganz cool gewesen. Da bin ich Fuchsteufelswild! Ja Mann, first try! Ich glaube, das waren jetzt mittlerweile 25 bis 30 Versuche und einer war witziger als der andere. Da werde ich fuchsteufelswild. Oh, so viele Kameras. Okay, das ist nicht 3D, oder? 4D. Geil, Mann. Ja, machen wir noch einen Trick, ey. Machen wir? Oh, Alter, ich bin komplett überfordert mit den Perspektiven. Ich werde die ganze Zeit hin und her schalten über Kreuz und sowas. Ich mache jetzt... Jetzt stelle ich mich mal in die Mitte hier, damit ihr euch gegenseitig filmt. Mache ich ein Manual hier rüber über die Ledge und dann 360 to fake in a quarter. Fahre ich an dir vorbei und gebe dir einen High Five. Mhm. Dachte ich mir auch so. Da war am Start, ey. First try, Johnny. Wo läuft die Büchse? Einmal mein Leben was auf 1 geschafft, ey. Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Das ist ja unfassbar, was für ein Quatsch ich heute rede, ey. Komplett motiviert. So, habt ihr noch einen Trick für mich? Mhm. Wollen wir hier noch einen Trick machen, ey? Mein Fuß tut echt weh nach dem Umknicken. Okay. Ich muss erstmal hier zwei, drei Tage Battlefield durchspielen, damit das wieder in Ordnung ist. Hast du Lust, irgendwas ins Flat zu machen? Nein. Ja, das ist schon gut. Mein Fuß ist kaputt. Hey, mach mal was ins Flat. Freunde. Freunde. Was machen wir denn da? Ja, was weiß ich denn? Ich hab was für dich. Oh nee. Ja, komm, hau raus. Ich denk hoch. Du musst lauter reden mit den lauten Skateboardern hier. Verstehen ja ganz. Ja, genau so. Die Bank hoch hier. Ja. Fufa nur an die Ledge. Und 2,70 zurück in die andere, auf die andere Seite. Hast du kapiert? Nee, ne, ich auch nicht. Wie soll das denn gehen? Jetzt im Ernst? Pass auf, komm mal mit. Au, au, ist hingefallen. Bin ich hier. Schaffst du das? Da einen Fußball dran zu machen? Im besten Fall nein. Es ist auch noch gewachsen, das heißt, der Danger-Faktor ist noch mal höher, aber ja, ich will ja kein feiges Huhn auf Lebenszeit sein. Also da raus, Fußball nur hier ran und dann hier rein. Weißt du, was das ist? Ja. Unnötig gefährlich. Ja. Ist das nicht alles? Nee, also das hier wirklich. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eine 10. Wir probieren doch meistens einfach nur, dass wir so hinfallen, dass wir nicht arbeiten müssen. Siehst du? Geht doch. Und das ist auch gar nicht rutschig, wie er gesagt hat. Ja, bis jetzt noch nicht. Ja, du hast noch einen Versuch, du hast noch 1 Minute Akku. Ah, ja, dann schnell. Aber hopp. Aber flott. Genau jetzt gerade habe ich geschrieben. Ah! Das war doch... Weißt du, was das war? Komplett unnötig gefährlich. Also wirklich komplett, ey. Ja, ich würde sagen... Bei uns, danke, Mann.
geil, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Und aber jetzt geht es auch endlich wieder los mit den How-To-Videos, dass ich hier mal ein paar Tricks beibringe mit den anderen Chaoten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Zeit. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Wie geht das aus?